Er ist die meistvertretene Hunderasse der Welt. Der deutsche Schäferhund. Allein in Deutschland wurden 2007 mehr als 16.000 Welpen beim VDH, dem Verband für das deutsche Hundewesen, registriert. Damit führt die Rasse seit Jahren die Welpenstatistik. Tendenz weiter steigend. Die Meinungen über den deutschen Schäferhund gehen jedoch auseinander. Für die einen ist er der Hund schlechthin, für die anderen ein angriffslustiges Tier. Für die Berliner Züchterin Gabriele Kotzieper sind diese Vorurteile völlig unberechtigt. Ich bin mit Schäferhunden aufgewachsen. Meine Mutter züchtet seit 30 Jahren Schäferhunde. Und so war es für mich, ich bin da reingewachsen. Und es ist eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir. Es sind praktisch meine Kinder, es ist meine Familie. Und ich liebe es, was dazu beizutragen, dass der Schäferhund so vielfältig ist. Für mich ist der Schäferhund nicht ein Spezialist und der besonders gute Sporthund oder der besonders gute Polizeihund, sondern der Schäferhund kann halt auch ein Herdengebrauchshund sein oder man kann mit ihm Rettungshund machen. Und das ist für mich das Tolle am Schäferhund und deshalb züchte ich ihn auch. Heute ist die Züchterin mit anderen Rasseliebhabern im Berliner Umland verabredet. Regelmäßig gehen die Tierfreunde hier in großen Gruppen spazieren. Dieses Mal mit 13 Schäferhunden. Bleib. 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 Der Schäferhund ist auf jeden Fall ein sehr wesensfester und belastbarer Hund, der ein ausgeglichenes Wesen hat, aber trotzdem sehr temperamentvoll ist. Es steht ja manchmal im Widerspruch, es macht alle Situationen mit, deshalb kann man ihn ja auch in Trümmergebieten als Rettungshund einsetzen. Nichtsdestotrotz ist er zu Hause unauffällig, ganz pflegeleicht, schläft auch mal bis mittags um 12. Und wenn ich aber morgens um 6 sage, komm, los geht's, wollen wir ein bisschen üben, dann sind die mit Feuereifer dabei und voller Temperament. Der deutsche Schäferhund ist ein zu hoher Leistung veranlagter Gebrauchshund. Er muss von seiner körperlichen Statur so gebaut sein, dass er bei geringstem Kraftaufwand die höchstmögliche Leistung bringt. Das setzt einen harmonischen und ausgeglichenen Körperbau voraus. Zweckmäßigkeit steht hier vor Schönheit. Der stark muskulöse Hund gehört zu den mittelgroßen Rassen. Die ideale Höhe beträgt bei Rüden 60 bis 65 cm. Bei Hündinnen 55 bis 60 cm. Bei den Fellfarben ist der gelbe oder braune Schäferhund mit schwarzem Sattel und weiteren schwarzen Abzeichen der bekannteste Vertreter. Vor allem schwarze Abzeichen am Kopf sind typisch. Doch auch fast ganz schwarze Hunde mit gelben, braunen oder sogar weißen Abzeichen sind in der Zucht zugelassen. Vom deutschen Schäferhund unterscheidet man zwei verwandte Rassen. Der stockhaarige und der langstockhaarige Schäferhund, der auch altdeutscher Schäferhund genannt wird. Sein Fell ist länger und weicher. Herkunft, Körperbau und Charakter beider Rassen sind jedoch weitgehend identisch. Der langhaarige Schäferhund ist jedoch vom VDH als eigenständige Rasse nicht anerkannt. Der stockhaarige Schäferhund ist ganz wenig pflegeaufwendig, also sehr pflegeleicht. Außer zweimal im Jahr am Haarwechsel, da muss man ihn regelmäßig kämmen. Ansonsten braucht man einen stockhaarigen Schäferhund gar nicht kämmen. Nur im Fellwechsel muss man es machen, damit die toten Haare rauskommen. Im Gegensatz dazu ist es beim langhaarigen Schäferhund so, der ist schon pflegeaufwendiger. Den muss man also schon mindestens einmal die Woche gründlich kämmen, mit einem gehörigen Zeitaufwand, weil sonst das Haar, diese Unterwolle, die der ja im vermehrten Maße hat, verfilzen würde. Und das ist nicht gesund für den Hund. Die Vorfahren des deutschen Schäferhundes gehen auf kurz- und stockhaarige Hütehundschläge aus Thüringen und Württemberg zurück. Neben der Aufgabe, die Herden zu treiben, bewachten die Hunde auch den Besitz der Hirten. Als Begründer der Rasse gilt Max von Stefanitz. Er kaufte 1898 von einem Züchter aus Frankfurt den dreijährigen Hektor von Linksrhein, den er später in Horand von Grafrath umbenannte. Der erste im Zuchtbuch eingetragene Schäferhund. 1891 entstand der erste Rassestandard. Stefanitz gliederte die Rasse in drei Klassen. In rauhaarige,
glatthaarige und langhaarige Schäferhunde. Vorausgesetzt wurden spitze Stehohren, eine gestreckte Schnauze und eine abwärts getragene buschige Rute. Als im 19. Jahrhundert die Nachfrage an Hütehunden zurückging, wurde der deutsche Schäferhund mit Erfolg bei Militär und Polizei untergebracht. In der Zeit des Ersten Weltkrieges wurden so 48.000 Schäferhunde als Kriegshunde eingesetzt. Der deutsche Schäferhund steht auch heute noch als Diensthund Nummer 1 bei Zoll, Polizei und Bergrettung im Dienst. Auch die Rettungshundestaffel Augsburg setzt den deutschen Schäferhund bei ihrer Arbeit ein. Als ausgebildete Rettungshunde suchen die Tiere gezielt nach vermissten Personen. Heute treffen sich die ehrenamtlichen Mitglieder zum Training. Die Aufgabe: Trümmersuche in einem stillgelegten Kasernengebäude. Wenn wir das Gebäude nicht betreten dürfen und es ist 3 Stockwerke hoch, dann setze ich den Hund einfach unten an, lasse den Hund ins Gebäude und der Hund hat dann über die 2-jährige Ausbildung gelernt, wirklich alle zugänglichen Räume abzusuchen und menschliche Witterung anzuzeigen. Und wenn der Hund dann bellt, dann wissen wir, aha, da gibt es menschliches Leben und dann wird im Team der Berger entschieden, wie bringen wir jetzt die Menschen ins Objekt, damit die beim Retten möglichst wenig zu Schaden kommen, aber das Leben retten können. Beim Training muss der Trümmerhund, wie bei der realen Arbeit, aus einer Vielzahl von Gerüchen die menschliche Witterung herausfiltern. Die Opfer sind in der Regel für den Hund nicht zugänglich. Es herrschen oft schwierige Orts- und Witterungsverhältnisse. Der Hund muss lernen, die Unglücksstelle bzw. die vermisste Person so präzise wie möglich anzuzeigen. Nimmt er die Witterung auf, sucht er systematisch den Ort ab. Die Stelle, an der die Witterung am intensivsten auftritt, zeigt er durch lautes Bellen und Scharren an. Trümmersuche bedeutet für das Tier ein Maximum an mentaler Belastung und Konzentration. Deshalb wird der Hund nach erfolgreicher Suche immer positiv mit Spiel und Lob bestätigt. Der deutsche Schäferhund ist ein mittelgroßer Hund, das heißt, er kann Hindernisse recht gut überwinden, ist auch von der Laufleistung her so, dass ich ihn wirklich über eine sehr lange Zeit einsetzen kann. Das kann ich eben bei kleineren Hunden oder größeren Hunden einfach nicht. Die Nasenleistung ist über viele Jahre in der Zucht auch selektiert worden, weil ich quasi mit einem Schäferhund nur züchten kann, wenn ich gewisse Leistungs- und Ausbildungskriterien erfülle. Neben der Rettungshundearbeit wird der Schäferhund auch als Blindenhund eingesetzt. Die Ausbildung eines blinden Führhundes beginnt im Alter von 1 Jahr und dauert zwischen 6 und 8 Monaten. Die Hauptaufgabe des Hundes ist es dabei, im Führgeschirr zu laufen und seinen Besitzer überall hinzuführen. Ganz wichtig, der Hund muss Hindernisse umgehen oder diese durch Stehenbleiben seinem Besitzer deutlich machen. Bleibt der Hund stehen, kann sein Besitzer so die nähere Umgebung mit seinem Blindenstock abtasten und das Hindernis erkennen. Einen deutschen Schäferhund auszubilden ist dabei nicht sehr schwierig. Die Rasse ist ausgesprochen lernfähig. Wichtigste Grundregel: Schäferhunde brauchen eine intensive Beziehung zu ihrem Herrn und Aufgaben, die sie angemessen fordern. Der Schäferhund ist sicherlich nicht ein Hund für jedermann und er ist auf keinen Fall ein Hund, den man einfach in den Zwinger sperrt und unbeachtet dort vor sich hin aufwachsen lässt. Und man muss sich mit ihm beschäftigen und man muss ihn auch erziehen und ausbilden und man muss ihn beschäftigen. Also er ist kein Hund für Leute, die sich wirklich partout nicht draußen bewegen wollen. Er ist kein Hund für Leute, die nicht konsequent sein können. Der deutsche Schäferhund ist eine sehr robuste und gesunde Rasse. Eine Erkrankung wird jedoch oft mit ihm in Verbindung gebracht. Die sogenannte Hüftdysplasie, kurz HD genannt.
HD ist eine Entwicklungsstörung in der Ausbildung der Hüftgelenkspfanne, die sich erst im Verlauf des Wachstums bemerkbar macht. Um eine solche Skeletterkrankung zu vermeiden, sollte man mit dem Schäferhundwelpen nicht vor seinem ersten Lebensjahr sportliche Aktivitäten wie Agility oder Radfahren betreiben. Seit den 60er Jahren, also mittlerweile bald 50 Jahren, müssen alle Zuchttiere auf HD geröntgt sein, also Hüftgelenksdysplasie. Und man darf nur mit HD-freien Tieren züchten. Aber es ist bei Weitem nicht das Problem, wie es oft dargestellt wird oder wie es in der Öffentlichkeit manchmal rüberkommt. Also alle Hunde, die wir heute gesehen haben, 13 Stück an der Zahl, sind kerngesund. Und das sind nicht die Ausnahmen. Für die Züchterin Gabriele Kotzieper und die anderen Rasseliebhaber geht der heutige Tag mit ihren 13 Schäferhunden zu Ende. Für sie alle ist der deutsche Schäferhund der perfekte Weggefährte. Als sportlicher Vierbeiner und als Freund fürs Leben. Jeder Hund, auch wenn ich so viele habe, ist eine Persönlichkeit für sich. Und die sind immer bereit, 120% für mich zu geben. Und alle meine Hunde würden durch das sprichwörtliche Feuer für mich gehen. Und das würden die auch wirklich machen. Die sind unheimlich auf mich fixiert und würden alles für mich tun. Genauso wie ich alles für sie tue.